Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight Noob to Pro Challenge Part 3. Und ihr seht es, ich spiele als wer anders, ich spiele als der Geist. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne ein paar andere Runden oder ein paar andere Killer spielen. Das sind meine Perks, das sind die zusätzlich mitgenommen, das ist das, ne? Und ihr wisst es, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Ne, ich gehe nochmal drüber, falls euch interessiert, was genau ich spiele. Ich spiele das, ich klicke auf bereit, hallo? Genau, auf ich darf nicht auf bereit klicken. Ich muss auf bereit klicken, ich darf es nicht. Ich habe ihn gelevelt, gerade eben schnell gelevelt, was haben wir für Leute? Okay, die sind relativ verwirrt. Ich habe den Geist noch nie gespielt, noch nie. Ich weiß, er hat eine Glocke, gegen die kann er so gegenhauen, dann wird er unsichtbar. Dann muss ich da wieder gegenhauen und dann, was ist das, was ist das? Gewährt 100% Blutpunkte, gewährt 100%, okay, nur Blutpunkte. Easy, Leute wollen leveln, genau wie ich. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, hier wieder zu sein mit euch, für euch. Und ich habe Bock auf den Geist. Ich mache das übrigens jetzt so. Ich werde ungefähr gucken, wie lang so eine Runde gegangen ist. Wenn sie sehr kurz ist, hänge ich eine zweite dran. Wenn sie relativ lang war oder okay war, würde ich es einfach bei einer Runde belassen erstmal. Einfach damit ich auch ein bisschen mehr ins Spiel reinkomme, beziehungsweise für die Aufnahme ins Spiel reinkomme. Heiligtum des Zorns. Ich habe den Geist noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie sein Movement so ist und so weiter, aber ich weiß auf jeden Fall, ich bin schon eingehüllt, das ist geil. Man kann mich gar nicht enthüllen und ich sehe die komplett, die Leute, richtig? Servus. Hier sind Kratzspuren, das ist doch schön. Die sind in die andere Richtung gegangen. Scheiße, jetzt habe ich gerade Spuren verloren. Oh, da ist aber schlecht gelaufen, du. Hallöchen. Ja, ich, wie gesagt, habe den noch nie gespielt. Und den ersten Hit gesetzt. So muss es sein. Da komm ich direkt. Und hallo. Das wäre echt ungünstig von dir, Girlie. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja meine Problemchen mit den Taschenlampen. Und ihr habt mir auch gesagt, dass die Leute tatsächlich nicht Bock hatten, mich zu ärgern. Also zumindest nicht unbedingt. Sondern es auch sein kann, dass es einfach der Spielziel ist. Und das habe ich absolut verstanden. Weil ich einfach gedacht habe, okay, stimmt. Macht ja auch Sinn, wenn... Oh, das ist aber nicht nett. Es gibt nicht jeder, will nicht jeder den Gen nur machen, sondern auch genug Leute, die halt einfach schön ein langes Spiel haben wollen und nicht so wie manche andere halt einfach Gen rushen wollen und... Was war denn mit ihm los? Okay, also diese Leute scheinen etwas lost zu sein. Darf ich mal... Was soll jetzt... Komme ich hier schnell hoch? Oh, Eiserner Dings nicht dabei. Der kann sich schneller rauswinden als gewöhnlich. Da muss ich mich auch dran gewöhnen. Ich weiß auch... What the fuck, wie lange schreit er? Ich weiß auch gar nicht, wie schlau es wirklich ist, lange mit dem Geist im Tarnmodus zu bleiben. Wahrscheinlich schon relativ schlau. Hier ist doch jemand. Da vorne rennt er. Die Waffe ist halt riesig, muss man sagen. Das ist echt nervig. Ach, guck mal einen an. Hallo. Komm, kletter doch drüber irgendwo. Ich bin eh schneller als du auf Dauer. Ha! Gelesen, Baby. Gelee, wo sind? Das muss ich auf jeden Fall noch lernen. Das... Ja, das war aber sehr schlau. Was war das denn? Da war gefettfingert von mir. Das war schlecht. Die ist auch einer schon wieder geheilt. Das ist aber eine sehr kletterlastige Map. Kann das? Ist ja asozial hier. Ist ja überall über dem Weg, Leute. Oh, das war clean, finde ich. So. Du hingst das erste Mal, nehme ich an. Ey. Genau, du warst das erste Mal dran. Jetzt gehe ich mal hier in den Tarnmodus. Ding dong. Ich muss sagen, ich finde den Killer ganz cool.
Aber ich muss... Das ist ja scheiße. Ich muss aus dem Modus rausgehen. Quasi erst was zu machen. Aber hier, da trete ich auf jeden Fall mal gegen. Du bist jetzt wieder hochgegangen, dein Ernst? Hä? Hä, wo ist sie? Ich halte mich zu lange mit ihr auf. Ich habe dieses Perk mit den Krähen. Das ist ganz... Okay, hier hat jemand einen... Das ist ganz geil. Die geben mir immer so visuell Hinweis, wo die Leute sind. Wenn die da dran vorbeilaufen oder so in der Art. Die Map ist auch riesig. Okay, hier muss ich mich auf jeden Fall mehr um Jens kümmern, merke ich. Genau deswegen. Okay, das war jetzt gut für mich. Du hängst nämlich jetzt das zweite Mal am Haken. So. Aber ein Perk dabei, dass die... Eieiei. Das ist aber jetzt echt... Das sind richtig am Rushen, ne? Ich muss hier hoch. Ne, der Jens da oben ist fertig. Ich hab's verkackt reinzuläuten. Boah, das hat halt ewig gerade gedauert, warum auch immer. Okay, das könnte jetzt meine Chance sein, weil es hängen zwei. Die eine ist kurz vor Rip. Oh, okay. Das war aber gut gewiggelt. Wiggle, wiggle. Du hängst jetzt das zweite Mal. Perfekt, irgend alles zweite Mal. Hier ist die nette Krähe. Wo ist denn hier jemand, der... Ach, guck mal einen an. Hä? Ist sie hier geblieben? Hey, läuft die jetzt gerade... Okay, das war nicht schlecht gemacht. Na gut, das war jetzt halt... Deren sich dumm. Du rettest nicht deine Freundin. Damit habe ich nicht gerechnet. Doch, hängst du doch an deinen Freunden ab. Hä? Was ist denn mit dir los? Ah, die sind auf jeden Fall sehr weit mit den Jennys. Das muss man denen lassen. Ach da, Hallöchen. Könnt ihr mir mal gerne eine Sache auch mal in die Kommentare schreiben? Ab wann ist es wirklich effektiv tunneln? Ich weiß, das soll man nicht machen und ich habe halt immer Angst davor, dass ich es aus Versehen mache. Das ist echt schlecht, weil der eine... So, die hängt jetzt das erste Mal. Ist mehr vielleicht in den Geistermodus. Oder auch nicht, ich kann es nicht sagen tatsächlich. Die sind auf jeden Fall... Gut mit den Gens dabei. Moin Meister. Die Punkte nehme ich jetzt einfach mal mit. Ist ja auch Erfahrung, die man hier sammelt, ne? Nicht wahr, Leute? Ist ja nicht nur, dass man eine Runde gewinnen muss oder soll. Die hängt jetzt wieder keiner am Haken. Das ist schlecht. Der hat hier halt auch wenig Chase-Geschwindigkeit, muss man sagen. Irgendwo hier hinten müssen sie auf jeden Fall rumpimmeln. Ah! Gerade von geredet. Wo bist du? Ah, da. Ach, ja, so. Das ist hier mein Lieblingshaken, habe ich das Gefühl, Leute. Den mag ich. So, du bist jetzt dead. So, jetzt keine Panik, Mädels und Jungs.
Ich wusste nicht, dass man daher kann, ne? Das war reiner Zufall, dass ich mal daher gehen konnte. Das war jetzt lustig, lol. Hä, die wiggelt gar nicht. Okay, die hat aufgegeben. Sie ist doch jetzt im zweiten Modus. Das ist hier das, was gerade scheiße ist. Hier sind zwei Gens und da hinten ist einer. So ein bisschen auseinanderliegend. Genau das ist mein Verdacht. Hallo! Ich würde gerne zu dir kommen. Mein Zuckermäuschen. Oh, lol. Man kann hier sich in die Büsche reinsetzen. Oh, jetzt hing es aber fest. Das ist aber echt ärgerlich gewesen. Und hallo. Okay, okay, okay. Ist die Möglichkeit, dass hier der Oldie da, dass der die hinten jetzt runterholt. Noch. Das wäre jetzt... Okay, das wäre nicht schlecht, aber ich er hat's echt gemacht. So, sie ist jetzt auch weg. Das heißt, zwei Leute noch. Ein Gen da hinten, einer hier, zwei hier vorne und einer davon ist angefangen. Also ich bin ehrlich, der Geist hat was, ja. Ne, die darf sich nicht heilen. Ja, perfekt, gut so. Servus! Das war schlecht von mir, muss ich sagen. Oh nein! Wie knapp das war! Wie habe ich die da denn rausgehauen, lul? Ja, der Opa wird halt mit sehr großer Sicherheit... Oh mein Gott. Mit sehr Oh, lol. Mit sehr großer Sicherheit dahin den Gen jetzt machen. Sie ist jetzt auch dead. Der wird gar keinen Gen machen. Ist auch möglich. Das Gute, wie ich ihn jetzt noch finden könnte, sind die Krähen. Und er kann ja theoretisch direkt ans Tor gehen. Oder die Luke suchen. Das ist natürlich jetzt die Frage. Luke oder Tor, ne? Tja. Die Luke zu finden, das ist immer so eine Sache. Der ist auch angehittet, das heißt, der stöhnt auch gut rum. Opa, wo bist du? Ich wusste jetzt nicht, ob ich die zumachen kann, ohne... So, Opa. Jetzt sind es du oder ich. Zwei Tore sind hier die Möglichkeit. Oh, das ist natürlich jetzt super gut für mich. Hallo. Ja, schön. Habe ich es doch noch geschafft. Und die hat wirklich nur noch einen Gen. Das ist krass. Das ist krass. Die Glocke läutet so schön. Also, ich bin ehrlich, Geist... Also, vielleicht spiele ich ihn auch einfach falsch. Gut möglich, dass ich ihn einfach echt ein bisschen kompliziert spiele. Puh, das ist halt die Frage. Also erstmal ein dickes, fettes GG in die Runde. Geh doch weg. Hier, GG. Ja, so, wir haben 32 Stunden. Okay, das ist nicht so viel. Oh, hier haben wir gut. Hier haben wir gut Fortschritt gemacht. Am 13. Monat, so in ein paar Tagen ist er doch weg. Schönen Stufenaufstieg, schön die Dinger hier. Oh, da muss ich noch eine lustige Sache sagen, die ist mir aufgefallen, wegen bezüglich dieser Teile. Okay, aber die waren alle nicht schlecht dabei. Die Partie hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, muss ich... Also das war eine schöne Partie, doch. Fortfahren. Geist, puh, ich weiß es nicht so ganz. Also, irgendwie... Ja, okay, ich weiß halt nicht, inwiefern man am besten diese Glocke einsetzt. Und zwar... Ne, hier sieht man schön, ne? Alles klar. Und hier so, bam. Ich kann nicht lesen, wie es Perk heißt.
Es ist einfach zu hoch. Es ist einfach viel zu hoch. Ja, nur das wollte ich gesagt haben. Also ich weiß nicht, wie ich den finden soll. Macht schon Spaß mit dem Unsichtbar, aber die kriegen anscheinend ja trotzdem Terrorradius, so wie ich das mitbekommen habe, weil die sind ja oft weggerannt. Also die sehen mich schon als, ich glaube, so wabbelige, leicht durchsichtiges Ding. Aber sonst finde ich den Geist jetzt nicht so spannend irgendwie, weil der ist irgendwie gefühlt sehr, sehr... Also das, was Ghostface halt kann durch dieses Stalken und Kriechen, womit er quasi unsichtbar wird, aber trotzdem sichtbar ist, ist halt bei ihm wirklich ja komplett unsichtbar. Das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Ich glaube, Fallensteller werde ich nicht einmal spielen, außer ihr hättet jetzt einen Perk, wo ihr mir sagt, zermürbende Präsenz, die ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Zermürbende Präsenz. Vielleicht deswegen. Also, Geist hat mir nicht so gut gefallen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich spiele aber Geist mal weiter, weil... Irgendwo bekommt der ein richtig krasses Perk rein. Gerne in die Kommentare schreiben. Interessiert mich schon. Ansonsten habe ich in einem Kommentar gesehen, der Hinterwäldler hat ein sehr gutes Perk. Oh, die Mucke, Alter. Ich weiß nicht, ob das eins hiervon war. Tinkerer, genau, Tüftler, ja. Tüftler ist auf jeden Fall ein sehr gutes Perk. Also, ich glaube, den Hinterwäldler würde ich auf jeden Fall mal spielen. Und die Jägerin. Also, Krankenschwester und Fallensteller... Glaube ich, also Krankenschwester sehr spät, wenn überhaupt. Und Fallensteller habe ich nicht so irgendwie Bock drauf. Ich finde ihn ein bisschen lame. Da ist hier der Hilibili dann tatsächlich doch schon ein bisschen interessanter. Wie gesagt, Geist war okay. Geist war okay. Ich werde auf jeden Fall mal 2-3 Runden nochmal gewiss mit ihm spielen. Ob jetzt in der Aufnahme oder nicht. Weiß ich noch nicht, aber sonst... Ghostface ist halt für mich schon wirklich... Ich fühle Ghostface schon. Ich bitte euch gerne, wie gesagt, zu schreiben, ob hier Geist vielleicht doch... irgendwas Gutes hat. Ihr könnt mir auch gerne erklären, jo, das und das hättest du so und so machen können, dann wäre es wesentlich effektiver gewesen. Auch mit Perks und so. Ich muss noch hier kurz wieder auf Ghostface wegen der Musik. Die ist zu stressig. Aber sonst werde ich wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme entweder mal den Hilibili oder die Jägerin spielen. Wie gesagt, auf jeden Fall gerne Tipps da lassen und auch mal hier welches, wie gesagt, also den Kannibalen werde ich auf jeden Fall mir kaufen, früher oder später. Aber gerne mal noch reinschreiben, ob es irgendeinen gibt, wo sich der Kauf auf jeden Fall lohnt. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, bin ich jetzt für heute tatsächlich schon raus. Es war eine okay lange Folge oder eine okay lange Runde. Boah, schön die Musik. Ich liebe die Musik, ne? Ich liebe diese Musik. Aber wie gesagt, es muss auf jeden Fall raus. Das nächste Video wird tatsächlich entweder ein Gameplay oder ich habe vor, mal auf ein Video zu reagieren, von was bezüglich DBD irgendwas ist. Da gerne mal Videos in die Kommentare schreiben, die mir helfen könnten, als Killer besser zu werden. Wie gesagt, ein Kanal bezüglich Blutnetz habe ich auf jeden Fall schon, wurde mir schon empfohlen. Danke dafür nochmal an der Stelle. Aber sonst gerne in die Kommentare schreiben, yo, hier guck dir mal den YouTuber an und das Video, das zeigt, was du als Killer auf jeden Fall lernen musst. Ob es zum Beispiel ist, dem Taschenlampen ausweichen, dem Movement überhaupt, weil ich eck ja gerne mal, ihr seht es ja, ich eck gerne mal an manchen Kanten an. Das würde ich natürlich gerne beheben, dann werde ich auf so ein Video mal reagieren. Wie gesagt, das gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr dieses Projekt hier weiterverfolgen wollt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ich werde jetzt auf jeden Fall regelmäßig DBD hochladen und das als Killer. Und ja, wie gesagt, Main auf jeden Fall wird Ghostface wahrscheinlich bleiben. Ich liebe dieses Spielstil von ihm irgendwie. Aber wie gesagt, gerne mal Killer in die Kommentare schreiben, die ihr euch vielleicht auch wünscht. Vielleicht schreibt ihr gerne mal hier so, yo, spiel mal gerne den, weil der ist cool, Komma, bitte danke, gerne. Ja, aber jetzt möchte ich nicht weiter rumlabern. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Rege Kommentaraktivität, weil das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es da wieder heißt, Dead by DD Daylight. Noob to Pro Challenge. Ich bin bis dahin aber erstmal raus. Ciao.